Ja, einen wunderschönen guten Tag, Shalom und gottesreichen Segen im Namen des Herrn Jesus Christus. Ich melde mich jetzt gerade aus Zypern, wie ihr wahrscheinlich auch sehen könnt. Und ich habe ja neulich schon ein Video hochgeladen, wo ich ein bisschen, ja, geredet habe über Gott und die Welt. Das kam bei einigen auch ganz gut an, weil die zu dem, was ich sagte, auch mal eine schöne Landschaft gesehen haben. Deswegen bin ich heute mal wieder unterwegs, um mal wieder ein Thema zu besprechen, das ich so in den ganzen 15 Jahren, glaube ich, seitdem ich aktiv bin, noch nie besprochen habe. Das wird aber nachgeholt werden. Es geht um die Frage, wer kontrolliert wirklich die Welt, beziehungsweise wer sind die Machthaber hinter den Kulissen, die die Fäden ziehen? Und ja, viele würden sagen, die jetzt noch nicht hinter den Tellerrand geschaut haben, ja, die Politiker haben ja die Kontrolle. Das sind ja die, die wir wählen, und die haben auch die Macht. Das ist natürlich bei allem Respekt ein bisschen naiv, das zu glauben. Ein Beispiel hat uns ja auch der Wahlkampf gegeben in den USA, als mit George W. Bush und John Kerry zwei Mitglieder von Skull and Bones sich gegenüber traten. Also egal, ob Republikaner oder Demokrat, bei der Wahl waren beide Mitglieder bei Skull and Bones, der Geheimgesellschaft in Yale. Und deswegen sind es nicht natürlich die Politiker, die die Macht haben. Andere würden sagen, ja, das sind die Freimaurer. Die haben die Macht. Hinter den Kulissen, die US-Präsidenten, die meisten waren alle Freimaurer. Und da sind die wahren Machthaber in ihren Logen, die dann die Agenda in die Welt bringen zur neuen Weltordnung, Agenda 2030 und so weiter und so fort. Nun, andere wiederum würden sagen, ja, das sind nur ein Teil der Freimaurer, die Illuminaten kontrollieren die Welt. Wiederum andere sagen, das wären eigentlich die Rothschilds. Vielleicht die Rockefellers auch noch und andere Familien. Ja, die Rothschilds, das würde ich ebenfalls nicht unterstreichen, ohne deren Macht unterschätzen zu wollen. Denn ich werde jetzt in diesem Video, wo ich ja ein bisschen spazieren gehe, jetzt keine Quellen nennen, ich werde einfach drauf losreden. Und ihr könnt das mal, die Gedankengänge ja sozusagen mal sacken lassen. Und dann wird es sowieso noch ein ausführliches Video mit Quellen und so weiter dazu geben. Und zwar, hinter den Kulissen der Macht, ich sag's erstmal, was ich denke und mittlerweile davon auch überzeugt bin, bevor ich genauer drauf eingehe, hinter den Kulissen der Macht, es ist der Adel. Es sind die Könige und Königinnen, die diese Welt kontrollieren. Die Rothschilds damals, das war nur eine kleine Familie von ein paar Leuten, die die Macht bekommen haben, im Auftrag des Adels diese ganzen Bankengeschäfte und so abzuwickeln, damit die Menschen in Frankreich, auch in Deutschland, in Amerika nicht merken, dass es in Wahrheit der Adel ist, der diese ganzen Bankgeschäfte abwickelt. City of London und so ist, denke ich, den meisten ein Begriff. Und es gibt ein spezieller Familienzweig, ein besonderer adliger Stamm, die Welfen, aber auch noch andere. Und diese Welfen zum Beispiel, die existieren seit über 1200 Jahren. Also sogar kurz nach Karl dem Großen geht diese Familie der Welfen zurück, haben ihren Ursprung. Und von diesen Welfen aus haben die auch in Großbritannien dann die Könige gestellt. Wir wissen ja zum Beispiel Windsor. Der Name war ja ursprünglich Sachsen-Coburg-Gotha. Aber das war vielen ein Dorn im Auge. Deswegen wurde der Name geändert zu Windsor. Es war ja auch Prinz Bernhard von den Niederlanden, so viel ich weiß, der die Bilderberger gegründet hat. Und der Grund ist ganz einfach.
früher angefangen, auch im 18. Jahrhundert, wahrscheinlich schon ein bisschen früher, da war das Volk, ja, wie sollte man sagen, aus Sicht des Adels eher der Pöbel, sehr aufgebracht gegen den Adel. Man muss so viel Steuern zahlen, man ist mit der Regierung, mit den Königen nicht einverstanden, man kann die Könige nicht abwählen. Sie bleiben in der Familie, sie heiraten ja innerhalb der Familie, diese Adel. Also die wird man nicht mehr los. Und deswegen war es der Adel, diese königliche Linie, auch der Welfen, die dann schließlich mehr oder weniger die Demokratie ins Leben gerufen hat, angefangen in Großbritannien, die Politiker, die Parteien, damit man nicht mehr den Adel für alles verantwortlich macht, sondern die Politiker, die hat man nach vorne geschoben. Und ihr seht ja zum Beispiel auch, wie es in Deutschland ist. Links gegen rechts, liberal gegen Mitte und so weiter. Also viele würden nicht auf die Idee kommen, den Adel hinter dem Ganzen zu sehen. Egal jetzt aus welchem Land. Es gibt ja viele Adelsfamilien in Europa. Aber die Welfen, wie gesagt, 1200 Jahre alt, dieser Stamm, der hat immer noch über 30.000 verschiedene Familienzweige, Familienmitglieder. Das ist praktisch eine ganze Adelsarmee, könnte man sagen, die alles kontrolliert. Und damit die Menschen, das Pöbel, das Volk sich abarbeiten kann, hat man die Politiker nach vorne geschoben. Und so ist es ja heute auch in Deutschland. Alle sind sauer auf Olaf Scholz, auf Robert Habeck, auf Baerbock, auf die Politiker allgemein, auf die Parteien. Und so zacken sich die Linken und Rechten. Und das ist alles sowieso nur ein Schauspiel. Genau wie in den USA oder auch in Großbritannien. Weil im Hintergrund hat der Adel immer noch die Macht. Der Adel wollte den Menschen weismachen, ach, wir haben ja keine große Macht. Das ist ja alles verschwunden. Wir nehmen ja nur repräsentative Zwecke ein, wie der Bundespräsident Steinmeier zum Beispiel in Deutschland. Aber das ist nicht der Fall. Der Adel wollte in Ruhe seine Agenda weiter treiben, angefangen von Großbritannien, das ja eine absolute Weltmacht war und die in der Hochzeit auch ein Viertel der kompletten Weltbevölkerung beherrscht hat durch den Commonwealth. Und deswegen ist dort der wahre Machtapparat zu finden. Und es war der Adel, der den Rothschilds die Macht gegeben hat. Der Adel hat durch diesen Krieg oder dieses Ereignis in Waterloo damals nicht irgendwie die Rothschilds, haben da nicht die Macht übernommen. Es waren nur eine Handvoll Rothschilds. Die königliche Familie damals, das waren ja damals schon Zehntausende. Und die haben nicht zugesehen. Einfach so, wie die Rothschilds sich irgendwie das Geld schnappen und dann die Kontrolle hätten über die Könige. Das sollte so aussehen. Denn natürlich auch die ganzen Verschwörungstheorien, das ist auch für die königliche Garde, sage ich mal, sehr positiv. Denn die einen geben den Politikern die Schuld für alles, den Parteien, Präsidenten, Kanzlern, und andere geben dann den Freimaurern die Schuld. Es gibt ja auch gerade in Großbritannien in der Freimaurerloge, da gibt es eine Sache, die muss jeder Freimaurer in den hohen Graden akzeptieren, dass man die Könige anerkennt, für sie arbeitet und nicht kritisiert. Warum nicht? Naja, mal ganz einfach, auch die Freimaurer für den Adel abstammen, vor allem in Großbritannien. Und denken wir dran, auch in den USA, wo ja auch viele Freimaurer sind. Die USA war ja lange nicht unabhängig, sondern abhängig von Großbritannien. Und in Amerika, in den USA, stammen auch viele Präsidenten von königlichen Familien ab. Was für ein Zufall. Wenn ihr euch die Präsidenten in den USA anschaut, haben im Wahlkampf meistens die gewonnen, die näher mit dem Adel verbunden waren. Sei es von der Agenda her, von der Blutlinie her. Da gibt es auch viele Berichte dazu, das ist kein Geheimnis. Dazu wäre, das werde ich auch im Video nochmal zeigen, wenn ich das alles nochmal aufarbeite.
Andere wiederum, wie gesagt, geben den Rothschilds die Schuld und dass sie die Welt steuern. Oder die Illuminaten, wie gesagt, Freimaurer, Politiker. Aber keiner, aber das freut sich, da freut sich der Adel. Weil der Adel sitzt im Hintergrund, winkt ein bisschen, wenn jemand heiratet. Und ja, das war's. Sind zwar oft in Schlagzeilen, wer hat da mit einer Affäre und da. Wir wissen ja auch, dieser Prinz Ferdinand, oder wie der heißt, der war ja auch bei der Epstein-Insel dabei. Und damit rechnen die wenigsten, dass diejenigen, die ja immer im Hintergrund sind und nur in die Kamera winken auf ihren Kutschen, dass die immer noch die Macht haben, hinter den Kulissen und die Fäden ziehen. Deswegen, wenn irgendjemand in Deutschland, ich spreche jetzt speziell die Deutschen mal an, wenn ihr jetzt glaubt, ja, ich bin total gegen die Ampel oder ich bin total gegen links, gegen rechts, oder ich bin gegen die Rothschilds, gegen die Rockefellers oder gegen die Warburgs, Freimaurer, Illuminaten. Damit hat der Adel schon gewonnen, wenn ihr glaubt, dass da die Macht ist. Denn die Macht ist in den königlichen Familien. Kein Zufall auch, dass in der Bibel andauernd steht, auch im Buch der Offenbarung, dass das die Könige der Erde sind, die die Macht haben, die Kronen haben. Sogar der Antichrist wird ja eine Krone haben, laut Hesekiel. Die Dämonen gehen laut dem Buch der Offenbarung aus zu den Königen der Erde. Nicht zu den Kanzlern, Präsidenten und einfach Machthaber. Nein, es sind immer noch die Könige, die die Macht haben. Natürlich wissen wir, Jesus ist der König aller Könige. Aber den haben ja diese Bauleute verworfen, der zum Eckstein geworden ist, was dann ihr Untergang sein wird. Ja, das wollte ich einfach nur noch mal kurz und knapp euch noch mal mitteilen. Wie gesagt, es sind nur ein paar Gedankengänge gerade während meines kleinen Spaziergangs. Denn natürlich habe ich Quellen und werde dazu noch mal ein ausführliches Video machen. Aber nehmt diese Gedanken einfach mit. Wenn ihr Könige seht, das sind die, die immer noch die Macht haben. Und ihr könnt ja mal schauen, googelt einfach mal die Welfen. 1200 Jahre lang herrscht diese Blutlinie, haben viel Kontakt in Europa. Und es gibt ja auch die in Russland, die Romanows, die Zaren. Ja, die haben ihren Ursprung auch im Haus Hannover zum Beispiel. Und da gab es ja auch Könige. Und es ist nicht interessant, dass Großbritannien gerade, wo die ja die Hauptkönige alle stellen, dass die es geschafft haben, dass in den großen Mächten Europas, Frankreich und Deutschland, die Könige abgeschafft wurden, während diese Anglosachsen immer noch Könige haben, wie eben in Großbritannien. Tja, und auch, wie gesagt, die Romanow-Familie, die letzten Zaren, die sollen angeblich dann ermordet worden sein, gibt es keine Beweise dafür. Also es sind wirklich die Könige, die diese Weltmächte kontrollieren. Und deswegen, wenn ihr glaubt, durch eine Wahl innerhalb dieser Demokratie ändert sich was, muss ich euch enttäuschen. Wenn ihr glaubt, die Rothschilds haben die Macht, kontrollieren alles, auch alle Könige von England, muss ich euch enttäuschen. Die Freimaurer ebenfalls, die Illuminaten ebenfalls. Deswegen, ja, lasst euch nicht täuschen. Die Wahlen bringen nichts. Macht euer Kreuz beim Gekreuzigten. In der Endzeit werden euch weder Parteien helfen, noch Politiker, sondern wir müssen unter dem Schutzschild des allmächtigen Gottes stehen, geleitet durch den Heiligen Geist, im Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes und im Glauben an Jesus Christus. Sonst sieht es für uns sehr schlecht aus. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich mit diesem kleinen Video aus Zypern. Wünsche allen Gottes Segen. Wie gesagt, ein ausführliches Video zu dem Thema wird folgen. Und nicht vergessen, egal wo ihr seid, die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Und das war und das ist und das bleibt in Ewigkeit der Sohn Gottes, der König aller Könige, der Herr der Herren, unser Vorbild Jesus Christus. Amen, Shalom.
und Gottes Segen. Und danke für jeden Einzelnen, der meine Arbeit unterstützt. Teilt und liked gerne das Video. Und ich freue mich dann bis zum nächsten Mal.